Moin meine Leute, willkommen zurück zu War Thunder. Wieder dabei und immer noch dabei, Lavinze und Talek. Grüß Gott. Moin moin. Grüß Gott. Gut, dass ich die deutsche Synchro ausgemacht habe, oh mein Gott. Wir sind übrigens dabei, wieder mal mit der P36 Gehawk zu fliegen, mit der Gregor zu fliegen. Ich habe, guck mal, sich freigestellt, das Hörnchen-Decoil. Hörnchen-Decoil ist awesome. Because it is a Hörnchen. Because it's a Hörnchen. Und vorne halt noch diese Schnauze dran gemacht. Die sieht halbwegs okay aus. Egal. So, ihr seid bereit? Nee, Lavinza ist nicht bereit. Bin ich nicht bereit? Oh, nein. Dann mache ich mal schnell bereit. Ich bin bereit. Wir fliegen nochmal Historical mit dem Ding. Falls euch nicht wundert und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist absolut unser Favorite Flugzeug in den Ami-Tree aktuell, glaube ich jedenfalls. Also von mir auf jeden Fall im Historical. Oh ja, für den Amis auf jeden Fall. Die P36 awesome. Sind awesome. Also die C und die G, die gehen richtig gut ab. Ja, und anscheinend sind die Flugmodelle auch so berechtigt, weil die wurden nicht verändert in den letzten Patches. Ja, die ist ja neu dazugekommen. Im letzten. Ja. Aber die C wurde ja nicht verändert, die wurde ja nicht angefasst. Es gab keine Veränderung an der C, von daher nehme ich mal stark an, dass es die fertigen Flugmodelle sind. Und wenn ich... Ja, okay, übelste Steigrate da. Übelste Steigrate und teilweise im Looping, beziehungsweise, weiß ich nicht, ob das ein, ob man das so ein Looping nennen darf, also so Halblooping-Ding. Nicht ganz. Eine A6 im 2 einholen, während die um dich rumturnt. Mit Geschwindigkeit immer hoch und wieder runter und dann könnte schon fast so ein Hi-Yolo-Ding sein. Hi-Yolo, wie auch immer. So eine Kurve dabei. Ja, genau, so ein Hi-Yolo, ja. Hi-Yolo, oder Low-Yolo, weiß ich nicht, glaube ich. Das ist, dass du, wenn du nach unten fliegst. Okay. Wenn du so nach unten dann ist fliegst nach in der Kurve und dann wieder hochkommst. Dann ist es ein Hi-Yolo. Ja, und damit die ganze Zeit die P39 gerade, P36 eingeholt. Ich meine die A6M2, ich spiele schon zu lange und ich habe zu viel Flugzeugname im Kopf. ja, schlimm. Oh mein Gott. So, guck mal, wir sind übrigens 28 geworden. Awesome. Fine Art Expert. Habe ich eigentlich noch einen anderen Titel freigeschaltet? Nein, wahrscheinlich. Tot, oder? Nee, nein, noch nicht. Vielleicht. 68 nicht? Von 100. Ich bin nicht so der, ich kill ja nicht so viel Flugzeuge wie ihr. So hier irgendwie 15 Kills, Talek. Die waren nur 6, ja, ich weiß. Eine super Runde. Ja, aber großartig. Aber ich habe fast, nein, leicht fertig. Ich muss nur noch eine Landung in einem Damage-Flugzeug hinlegen. Das aber ist für mich immer so der Titel, der mir sagt, alles klar, der wird oft abgeschossen. Ja. Nee, ich crashlande ziemlich häufig. Es hat vorhin ja einmal gezählt, als ich mit der P2 genotlandet bin, weil ich zu viel Speed drauf hatte. Und einmal, ich weiß nicht, Blavins oder was, schon glaube ich dabei, bei dem Trägerlandung. Weiß ich gerade gar nicht. Trägerlandung mit der A6M2. waren wir auch Gunda-Kanal und ja, ich musste landen. Und der Träger fährt ja. Das war meine große Hoffnung. Ich bin dann gegen Ende des Trägers und nach vorne gekippt und auf der Schnauze stehen geblieben. Ach so, ja. Das ja gehört auch dazu, zu diesem Nine-Life-Ding. Ja. Was Disguise Expert heißt, habe ich keine Ahnung. Ach, Skins Earned, okay. Skins Earned, okay, cool. Cool, cool. Ja, aber sonst habe ich nicht wirklich viel. Alles andere ist so, schieß das ab, mach dies, flieg im HB und RB. Ich meins. Also, wer mal schauen, ob wann wir das erste Mal jemanden sehen, erster der Fight hat oder gar Ace? Ace wird böse. Ace wird böse. Ich hab's eigentlich schon, wollen's nur nicht wiedergeben. Oder, oh God of War, alter Vater. Wie viel musst du dafür töten? 100.000. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das ist so ein Langzeit-Achievement. Ah, ja. Oder Demolition Man, auch ordentlich. Demolition Man? Demolition Man würde ich gerne haben. Der Film war awesome. Der Film war großartig. Kennt war der nicht mit dem Schwarzenegger? Nee, Sylvester Stallone. Okay. Stallone Film. Wer kennt ihr, wenn ihr Demolition Man nicht kennt, guckt ihn. Es ist einer der größten 80er, ich glaube Mitte 90er oder Ende 80er Jahre Actionfilme. So, ich glaube, der kam 90 oder so raus. 89. Der kam irgendwann in den 90ern, ja. Ich glaube, er kam in den 90ern. Großartiger Film mit Sylvester Stallone
Scheiße, ich hab den Namen von der Frau vergessen, die ist aber super bekannt geworden. Die hat nachher auch in Speed und so mitgespielt. Och Gott, wie heißt. Wie heißt denn die? Sandra Bullock? Ja, genau, Sandra Bullock in den jungen Jahren und oh gosh, jetzt habe ich den Typen vergessen, der Blade spielt. Nein! Wie heißt denn der, der Blade spielt, der Typ? Nein! Und auch 53 Passenger oder sowas, keine Ahnung. Warte kurz, ich schau nach. Wie heißt denn der Typ, der Blade spielt? Jetzt ist komplett da vergessen von dem Typen. Oh, wie heißt denn der? Wesley Snipes. Wesley Snipes, auch in den jungen Jahren, natürlich frühe 90er, großartig. Die drei in einem Film. In der Zukunft, wo es keine Schusswaffen gibt. Stimmt, okay. Da wird er irgendwie eingefroren. Ja, er wird eingefroren, weil er für ein Verbrechen verurteilt wird, was er anscheinend nicht begangen hat, beziehungsweise was ihm nicht nachgewiesen werden kann. Und er ist halt Demolition Man, weil er halt immer alles kaputt macht, wenn er irgendwo ist, als Polizist. es ist so ein, es ist ein großartiger Film, sehr, sehr coole Story, sehr viel witzige Momente. Zum Beispiel, wenn er in die Kanalisation geht und einen Burger bestellt von den Ausgestoßenen und dann fragt ihn Sandra Bullock, haben sie irgendwo eine Kuh gesehen oder ob sie irgendwo Kühe gesehen haben? Und dann fragt er die Verkäuferin auf Spanisch, was das für ein Burger ist und dann sagt die Los Ratos oder sowas, also ein Rattenburger. So geil. Und er so, kaut genüsslich weiter, so, so der Hammer halt. Ihr müsst ihn gucken. Großartiger Film, wenn er auf so ein Action-Kino-Scheiß steht. Auf jeden Fall. Generell die 80er Jahre Actionfilme waren super. Ja, 80er, ja. 90er Jahre Actionfilme, großartig. Es hat da keine große Story gehabt, es war einfach nur drauf. Einfach auf die Fresse. Richtig, einfach Macho-Sprüche und auf die Fresse. Es hat mich nicht geprägt, aber es macht einfach Spaß, sowas zu gucken. Ich möchte keine Ahnung. Weinenden Hauptdarsteller. Ja, oder funkelnde Vampire oder so. Genau, daran habe ich auch gerade gedacht. So ein Bullshit. Komm, schmeiß uns ins Gefecht, guck mal, 11 Deutsche, 11 Amis. 4 Russen, gib mir ein Gefecht, Alter. 3 Japaner, okay, 2. Die erste Fuhr ist schon wieder rein. Wir sitzen hier schon 6 Minuten und quatschen. Das ist doch scheiße. Hochwertiges Zeug. Ja, hochwertig, richtig. Absolut. Ja. Die Leute bei YouTube haben es ja einfacher, die können ja spulen. Richtig, sollten sie nicht tun, einfach passen genau. Unsere komplette Quatscherei. Ja. Aber wenn ich mir so mal die durchschnittliche View-Zahl und die Länge angucke, es ist schon mehr geworden, ja, aber es kommt auch darum, weil weniger Leute zuschauen. Aber die Leute, die zuschauen, schauen halt auch das ganze Video meist an, oder so ziemlich lang auf jeden Fall, bis zum Abschluss. Das kann man sieht eine durchschnittliche Zeit. Man sieht nicht die komplette Zeit für jeden Viewer, man sieht so eine durchschnittliche Zeit. Ob die nun stimmt oder nicht, das sagen wir dahingestellt, ne, aber... Weil ich kann ja auch, ich gehe AFK, lasse das Video einfach im Hintergrund laufen und spiele ja, okay. Irgendwie dabei. Das mache ich ja auch sehr gerne. Ja. Und man spult auch. Halt zwischendurch drinnen durch. Ja, bei den Livestreams immer ganz gerne gemacht. Livestreams ja, ich habe ich gemerkt. Selber zocken. Ja, genau. Ja, Livestream, ich weiß noch nicht, ob ich mal wieder einen mache. Diese Woche Samstag wird es nichts, weil ich bin auf dem Geburtstag. Ja, der feine Herr geht auf Geburtstag. Gibt's denn Wein? Nee, es gibt keinen Wein. Wir gehen auf Geburtstag von einem Heavy-Metal-Freund. Da gibt's keinen Wein, da gibt's Bier. Achso, gibt's Meter? Ja, wahrscheinlich, ja. Schätze ich mal. Johnny Gay. Ich brauche nicht mehr Bullshit quatschen über meine private Geschichte. Wir fliegen gegen Korea. Awesome. Wir haben schon mal das Let's Play in die Länge gezogen, beziehungsweise das Gameplay von dieser Folge. Ich will's ja immer nicht, ich nenn's ungern Let's Play. Gameplay hört sich besser an. Es ist ja kein vollständiges Spiel, was ich auch immer durchspielen werde. Es ist ein Gameplay. Kann mich auch gar nicht durchspielen. Ja, stimmt ja. Ist auch gut so. Story-Modus gibt's bestimmt. Bestimmt irgendwann Story-Modus für den Kram hier. Tutorial und Mission durchspielen. Dynamic Campaign. Was? Dynamic Campaign. Ja, stimmt. Aber die resettet sich da auch immer wieder. Ja, das ist total doof. So. Sugar Blue startet. Dynamic Campaign ist so. Oh Gott, Talik. Talik? Wieso Talik? Uhuhuhu. Alter, ist auch noch Talik. Mein Lavenza, sorry. Ich hab gerade den nur grün gesehen und. Das war gerade knapp, meine Freunde. So kann man auch einen Start. Ich wollte schon sagen. Start fast versauen. Wir sind. Oh Gott, eine Blenheim fliegt bei uns mit einem C-Horb. Einer, der sich noch nicht entscheiden konnte. Ich glaube, müssen wir schon
Wir sind die Besten. Wir haben Hörnchen-Decals, wir sind die Geilsten. Das muss ich mir mal angucken. Ah, müssen du. Wieso nicht? Wo ist der denn? Ah, da. Ja, kannst nach unten gucken. Stimmt. Was ist auf der anderen Seite drauf? Hörnchen. Pickily Lily. Hörnchen! Auf der Nase die Snow Maiden und wenn man von vorne drauf guckt, ist es so ein Kiwi-Vogel. Kiwi-Vogel? Kiwi-Vogel? Ja. Was ist denn ein, was ist denn ein Kiwi-Vogel? Ich muss jetzt mal den Olli einholen. Hier. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Vogel aus dem Kiebitz oder so ein Scheiß. Ja, ich muss dich einholen, ich muss dich auch mal angucken. Achso, dann mach das. Web bringt zwar nichts, aber. Web gibt's hier doch gar nicht. Stimmt. So 100 auch. Ganze Zeit WP durchballern. Das Imaginäre. Ist egal. Wackel. Zwei Hörnchens auf dem Flügel und eine Schnauze. Also im Mund. Ist der andere Hund schon gestartet? Der Mund? Ja. Oder die beiden Hörnchens? Beides. Ne, der Mund ist ja zum Auffressen da, da kommen die Kugeln raus. Der muss auch riesig sein. Auf der anderen Seite auch? Ja, ja. Deshalb meine ich, mache meine Sachen sehr gerne irgendwie so synchron, dass ich irgendwie auf den Flügeln beides dasselbe habe und auf der Schnauze dann auch beides dasselbe. Zum Beispiel bei der ME habe ich es ja auch so gemacht, dass ich auf der Heck hinten drauf, auf dem Avalator, diesen Totenkopf mit den Bomben drunter angebracht habe auf beiden Seiten. Und davor. Lass mir in die Mitte. Ja, lass mir in die Mitte und auf den Flügeln, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe auch eine Schnauze dran gebaut und das war's. Auf der T9er oder auf welcher? Ja, auf der T9er, die wir eben gerade geflogen sind. Könnt ihr bestaunen oder habt ihr schon bestaunt? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich wissen wir jetzt auch schon zu dem Zeitpunkt, was diese Sonnenuhr hier oben drauf ist. Für uns ist es jetzt so, dass wir die Sonne von vorne kommt. Mhm. Ja, Osten. Na, so ziemlich. Ziemlich ja, aus Osten. Ja. Also scheint noch ziemlich morgen zu sein. Ja, sieht so aus, ne? Steht hier irgendwie die Zeit? Genau. Nee. Doch, warte mal. Ach, ist ja Ingame, ist ja meine Zeit. Ja. Warum denn hier die Uhr? Doch, damit ihr wisst, wann wir aufnehmen. Guck mal, hier ist ein Hörnchen. Riesiges Hörnchen auf dem Flügel. Und da ist noch eins. Oh mein Gott, Schwanz. Ja, das Baum, bei mir, das Hörnchen denn? Geht direkt auf den Cockpit zu. Ich hab voll gefailt mit den Hörnchens. Die gucken beide in dieses. Also, das geht. Gehen beide nach rechts mit dem Kopf, das ist total doof. Das sollte eigentlich nach links gehen mit dem Kopf, die sollten beide voneinander, ist egal. fail. Egal, next time, besser. Die eine 36er folgt uns auch. Ja, soll sie machen. Wir sind ja gut. Wahrscheinlich kacken wir gleich voll ab, aber ja. Hat das Ding denn hier keine Uhr drin, damit ihr seht, wann wir aufnehmen? Anscheinend nicht, oder? Nö. Ja, doch. Zur Not kurzes Steam-Layout reinhauen. Doch, nee, da unten hat's, guck mal da. Es ist kurz vor, ist es schön? Ist echt schön, so spät. Hat's? Ja, es ist 10 vor 1. Hello, ja, das ist 10 vor 1 mittags. Ja. Totally. Not. Ja. Aber heute ist Feiertag, ich muss morgen nicht arbeiten. Wie sieht's bei euch aus, müsst ihr morgen arbeiten? Nö, das no. Ist der Ferien. Oh, er hat's. Ich jetzt aber auch zum Ende dazu. Na. Ja. Was studierst du, Tadek, wenn man das so fragen darf? Maschinenbau. Maschinenbau, ja? Oh, interessant. Der Herr studiert Maschinenbau. Guck mal, eine I16 ist da unten am Rumtudeln. I16 so weit unten? Ja. Glaube ich, alles weit unten. Ja, ist alles weit unten. Wir sind auf 4,5. Also alles ist weit unten. Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr auf unserer Höhe, irgendwie der Luft. Oder höher. Ja, das vor ein paar Tagen auf irgendwie 3.500. Das Einzige, was da ist, sind Bots. Ja, stimmt. Guck mal, da ist was über den Fluss noch, oder tiefer als wir. BE3. Okay, das kann es mal nicht sehen. Dafür habe ich mein Ding zu wenig geskillt. Nee. Guck, Der hat gerade Brücken zerstört. Achso, okay. Ah, okay. Leck 3 ist auch noch irgendwo da. Ja. Er hat gerade Luke getötet. Nein. So, oh, sie haben Tetsu. Wollen wir. Oh, shit. Oh, da sind sie. Da ist die Leck 3. Ich gehe auf den LED. LED-Killer? Nein, Kaspar ist auch da. Guck, ich glaube, ich gehe mal der E16 da, der Blenheim erstmal die E16 ich wegschießen. Ich noch
Ja, wo's. Oh, hier sind drei sogar. P3 ist auch hier unten. Hier ist einiges. Auf was geht ihr? Hier auch, glaube ich, auf Blutom. Hier ist noch Elektra, ist auch hier bei der Blenheim. Oder und Nee, da ich ist noch auf eine den anderen. Elektra noch. Hier auf Ja. LED2. Du gehst auf LED2. Okay, ich glaube, ich gehe auf die I16, die ist das Gef oh, die ist gerade Ne, gestürzt, die ist alles klar. down. Ich bin dann Elektra hier unter mir direkt. Außerdem, oh Gott, das Bild ist. Zu viel Speed, zu viel Speed. Ich auch. Ah, die turnt. Obwohl, doch nicht, turnt nicht. Alles klar, auf geht's. Ich auf die I16. Pass auf, Da. P3 kommt rein. Wer? Bei Olli. Und einer weniger. Na gut. Ich habe ihn am Alting gekrittet, also die Deck 3. Elektra. Ja. Bin wieder hinter dir, jetzt ist es zerstört. Awesome. Ich komme mit dir auf die P3 gleich. Ah, Bin ich hinter habe dir. hier auch noch eine. Oder kriegst du sie? Nicht wirklich. Also, ich habe sie zwar ein paar Mal schon getroffen, aber irgendwie. Der Gunner ist Unterwegs. halt echt fies. Ich bin unterwegs, komm links von dir. Bin halt auch noch 1,80 Kilometer entfernt. Die geht back to base, oder? Sieht so aus, wa? Ist denn die Base? Von uns? Ja, von Von dir? Ihnen? Hier, Ja, hier. zerstört! Nice one, nice one! Congratulations! Abspackmodus installiert. Sag ich ja, excellent. Yeah! Komm, Leg 3 ist noch da. Das war's. Ja, Leg Und 3 dann Bots. und die Bots. Dann geh ich schon mal hier Bots und Dings fahren, weil Tarek macht direkt gerade jetzt eh weg. Ja. Kenny. Was haben wir denn hier? Triple-A-Mobile. Ja, ich gehe jetzt auch mal auf die Triple-A drauf. Wenn da nur noch Bots da sind, kann man ja Wo noch ein paar sind die Bodenziele fahren. Angst? Jetzt pass auf, dass sich die Ja, F2F ja. da nicht wegrammen. Ist das Tetsu, der da F2F? fliegt? Oh, es ist Nee. Tetsu. Ich muss Rache üben an Tetsu. Sorry. Kann nicht auf Bodenziele gehen. Nice one. Nice one. Wie viele Bots haben wir noch? Zwei Bots Im haben die noch. Gegnerteam noch drei. Zwei, oder? Drei? Drei im Gegnerteam noch, ja. Okay, Mach jetzt erstmal Bodenziele. gleich weniger. Ich mach erstmal die Tetsu weg. Oh shit, ich mach doch nicht Tetsu weg. Wie bei euch? Ja. Wo ist Tetsu hin? Ich sehe ihn. Ach, da ist er. Okay. Ja, wirklich wieder. Grid, grid. Wer nicht weiß, was wir meinen, schaut das Video davor oder noch eins Richtig. davor an. Nee, eins davor. Eins davor. Also ohne Scheiß, ne? P36 G M Hi YOLO. Hi Lo YOLO? YOLO. YOLO? Heißt es Jolo. wirklich? Ja, Jojo! Jojo. Jojo! Hi Jojo! Awesome! Ohne Scheiß, also ich habe gerade die Leg 3 dann komplett ausgeturnt. Okay, ich glaube, ich gehe auf Bodenziele, die fahren, die wollen her. Armor K, hier kommt dein Oh ja, ich. Untergang. Hier hinten, ich mach gerade hier ein Triple A weg. War nicht schlecht. Noch was da? Ja, einer. Einer. Oh shit. Da hab ich den Tarik gerade ganz recht spät gesehen. Oh. Ich sollte diese Bodenziele so nicht alle fliegen. Ich gehe da hinten auf die Armored Cars, die da hinten sind, 4 Kilometer entfernt, glaube ich. Auf gut, scheiß drauf. Das ist verdammt.
Oh, wer kommt denn da? Hi. Hi. Geht doch noch. Das war gleich dreimal knapp. Einmal der Boden und dann ihr beide. Wer kommt denn da? Ich bin Boden, wie geht's? So. Da ist der Bot. Soll ich Wo den ist der holen? Bot? Wo ist denn der? Sehen nicht. Unser Bot. Oh, okay. Ach so, ja. Flieg ruhig, ich mach den Bombons wieder weg. Genau. Ich hab eh nur noch die 7,6er von ihm. Oh, plack. Ja, ich auch. Hab zwei Kills. Die zwei davor habe ich alle in die P3 dann gekloppt. Ich liebe es, wenn man wirklich dicht über den Boden fliegt. Das ist awesome, das Gefühl. Ja. Und die P3, die reißt so schnell wieder hoch, wenn die mal irgendwie eine kurze Zeit einfach straight fliegt. So awesome, wie die einfach mit der Geschwindigkeit mit nach oben geht, ne? Wenn die wobbelt aber ein bisschen. Minimal, ja. Also, wenn du so ein bisschen links und rechts fliegst. Ja, das stimmt, wenn ich die so ein bisschen turner, dann. Oh, okay. Gott, voll, das mal AA abbekommen. Und da ist die Munition alle. Oh, wack. Da ist der down. Ah, Kill Assist. Nee, das mache ich lieber nicht. Hm? Ich wollte gerade unter der Brücke durch, aber das Risiko gehe ich noch nicht ein. Das mache ich gleich. Ist der Bot schon weg oder was? Hm? Bot schon weg? Ja, ist ja. Okay, alles klar. Ja. Bridge! Oh, scheiße, ich glaube, ich schaffe nicht mehr. Moin! Oh, ich hätte es aber geschafft. Ich war kurz davor. Ja, coole Runde. Ich mag die Bär G. Dir. Die war gut. Die G ist super. Also ohne Scheiß. Ist aktuell das spaßigste Fluss im Flugzeug, was ich gerade habe. Oh ja. Super geil. Boah. Medaillen und alles freigeschaltet hier. Cool. Ich habe endlich die offensiven 12,7. Bla. Die fehlen mir ja noch. Reden ist nicht gut. Boah, Reden ist gefährlich. 5 mm. Reden ist gefährlich. Ground Targets, endlich! Dann wird das nächste Jahr noch schneller darum gehen. Und ich habe immer noch 3 Free Repairs auf der. Das heißt eigentlich, dass sie awesome ist. Wir sind relativ schnell und dem Ding unterwegs. Das Teil ist einfach nur böse. Also ich würde mal sagen, das war's für diese Folge, Leute. Testet die G aus, wenn das noch nicht schon längst nicht gemacht habt. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Sayonara.